Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute werde ich mal auf Flash Torge mit Helga und Marianne die Corona-Weihnachtsregeln reagieren. Jetzt schon mal im Voraus, wenn euch diese Art von Videos gefallen, lasst doch gerne wieder einen Daumen nach oben und ein Abo da, damit ich das sehe. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal. Ist es wahr, Helga? Ja, was ist denn los? Bald ist wieder Lockdown, hast du mitbekommen? Ab Mittwoch. Ja, ab Mittwoch ist wieder, zu, Alice. Finde ich nicht gut. Wieso? Ich habe noch einen Friseurtermin. Ja, Helga. Was? Da gibt's doch was Wichtiges. Was soll ich denn die nächsten Wochen machen? Zu Hause bleiben? Ich habe so viel Eierlikör in meinem Körper, da traf sich kein Virus rein. Mein Enkel Johannes soll jetzt von zu Hause Online-Unterricht machen. Ja, und? Der hat einen ISDN-Anschluss, Helga. Mehr geht nicht in diese Bi. Ist das nicht gut? Der braucht 8 Minuten, um das Google-Logo zu laden. Ich will doch vorne und hinten nichts. Aber das mit dem Internet, ob er auch, bisschen schnell. Ja, ging ein bisschen schnell. Da will ich die Politik auch mal in Schutz nehmen. Ich bin ja auch bei den ganzen Maßnahmen, bin ich ja dabei. Ja. Aber weißt du, was mich aufregt? Dass doch die ganzen Brennpunkte der Tatort immer 15 Minuten später anfängt. Nee, Weihnachten. Weihnachten? Ja, also, ja, nicht Weihnachten an sich, sondern, das, was die da oben jetzt gesagt haben. Mit der, Teilnehmeranzahl. Und das regt dich auf, Helga. Wir sind 10 Leute, die immer Weihnachten feiern. Ja. Wen soll ich jetzt anrufen und absagen? Kannst du mir das mal erläutern? Musst du doch gar nicht. Klar. Nee. Wieso? Erlaubt ihr doch der eigene Haushalt plus 4 weitere Leute. So. Nun sind mein Mann und ich ja 2. Ja. Und dann darfst du noch plus 4. Also, maximal 10. Also darf ich noch plus 8. 4 aus dem Haus. Ihr seid ja aber nur 2. 2 aus dem Haus plus 8 darfst du. Nun hat meine Schwägerin aber noch ihren Stiefsohn Helge dabei. Ja, der ist 14. Das ist kein Problem. Weil bis 14 zählten die nicht. Die zählen nicht? Zählen doch noch nicht als Mensch. Ja, Helge. Folgendes Problem. Sag mal, Helge wird in der Nacht auf den 25. 15. Geht nicht. Ja, wird er aber. Geht aber nicht. Ja, und dann muss er gehen um Mitternacht oder was? Ist leider so. Also. Der eigene Hausstand plus maximal dein Mann und du plus der engste Familienkreis mit ohne Kinder bis 14. Nee, so habe ich das verstanden. Nur der engste Familienkreis, Marianne. Was dann der Mann für Onkel Harald? Verwandte in gerader Linie. Also 8 Personen aus dem eigenen Haushalt. Plus 4 aus dem engsten Freundeskreis. Und der 14. Genau. Warte mal. Irgendwie, jetzt haben wir Kolimone, Marianne. 4 verschiedene Haushalte dürfen zusammenkommen. Ja. Aus, mit, 10 Personen. Nee, 10 Familienkreise. 4 Personen. Aus 10 Haushalten. Ohne Helge, der wird ja 15. Genau. 15, jetzt nochmal langsam. Okay. Also, konzentrier dich. 15 Haushalte und 4 Personen. So. Ohne 14. Genau. Jetzt 15 Haushalte. Aus 4 Personen. Jetzt haben wir es. Aber ist nicht einfach. Wer soll da denn durchgehen? Die da oben haben das wieder zu kompliziert. Versteht ihr? 14. Genau. Jetzt 15 Haushalte aus 4 Personen. Jetzt haben wir es. Aber ist nicht einfach. Wer soll da denn durchgehen? Die da oben haben das wieder zu kompliziert. Versteht doch gar nicht. Ist so. Aber Zahlen hin oder her? Ja. Hauptsache wenig. So ist das. Arschbacken zusammenkneifen und doch. Nächstes Jahr Weihnachten wird dann umso besser. Maria, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Total mit Butterkartoffeln. Kein nicht. Ist das schwierig bei dir? Zu viele Ellen kommen schon wieder morgen, Probleme und so. Krieg trockene Augen von. Ja, dann wird es besser. Ja, Muckert. Bist du da, Helga? Ja, Leute, sorry, dass ich gerade neu gestartet habe. Ja, wenn euch das, wie gesagt, gefallen hat, abonniert doch gerne den Kanal, um das nicht zu verpassen. Wenn ihr auch einen Daumen nach oben da lasst, dann sehe ich, dass ihr das wirklich sehen wollt. Und ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ja, bis zum nächsten Video. Ciao.